Guten Tag und willkommen zurück hier bei Kirby und das vergessene Land. Es geht auf ins Ambulance Center. Wo ich mich frage, was es da zu entdecken gibt. Insofern, welche neue Ability wir bekommen. Oh, diese Kamerafahrt. Nice. Schön gemacht schon wieder. Richtig schön. Da haben sie sich richtig ausleben können bei Nintendo. Sonst einfach immer so, ja, okay, ist ziemlich statisch, aber hier, also gerade bei Kirby gab es ja nie wirklich so die Möglichkeit, irgendwelche coolen Kamerafahrten oder so zu machen. Da war es halt immer das Gameplay, was begeistert hat, was simpel, aber doch erfrischend war mit den ganzen Verwandlungen, die Kirby durchleben konnte. Beziehungsweise den ganzen Gegnern, die Kirby einsaugen und deren Fähigkeiten annehmen konnte. So rum. Das war schon immer ziemlich cool, aber jetzt auch mit den Kamerafahrten hier im 3D-Game haben sie sich richtig gut ausleben können. Ist das eine neue Fähigkeit? Nee, leider nicht. Schade. Und was ich mich gerade frage, wenn ich so die Bombe da sehe. So, ist jetzt schon wieder weg. Habe ich gerade eingesaugt, aber könnt ihr nochmal zurückspulen, wenn ihr die nicht ganz gesehen habt. Ich frage mich da auch, ob es die Spezial Verwandlungen noch gibt. Also so OP-Fähigkeiten, die man einmal benutzen kann. Oder dreimal, wie auch immer. Es gab irgendwie Popstar Kirby und es gab irgendwie Inferno. Und das hat so alles auf dem Bildschirm einfach gewone-shottet. Die waren echt cool. Ich hoffe, die sind ja auch wieder vertreten. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Aber ich fand die halt immer echt ziemlich geil. Das waren halt immer so Dinger, wo man sich gedacht hat, boah, Alter, was ist das für eine Fähigkeit jetzt schon wieder? Einfach alles gewone-shottet auf dem Bildschirm. Fand ich cool. Ich finde sowas einfach mega cool. Also OP-Sachen, wenn man die irgendwie kurz benutzen kann. Mann, Kirby, geh schneller runter. Geh doch bitte schneller runter. Ach, nein. Okay, wir respawnen. Also auch hier respawnt man. Okay, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir gar nicht Game Over gehen hier in dem Spiel. Aber okay. Ich lasse mich natürlich gerne überraschen. Und es gibt den Lolli. Nice. Woo! Der Lolli. Der Lolli ist cool. Ist halt wie der Stern in Super Mario. Man ist unverwundbar. Und läuft schneller. Echt ziemlich geil. Aber schön zu sehen, dass es den auch noch gibt. Dass der nicht irgendwie in einer Versenkung verschwunden ist. Weil, wie gesagt, das mit den Spezial-Abilities wird, denke ich, kein Ding mehr sein hier in den neueren Kirby-Games. Ach so, Moment, das können wir einsaugen. Was? In die Richtung, okay. Ja, komm, mach. Mach halt. Was zum Teufel? Wie lange hat das denn gedauert?
Okay, es ist irgendein Hinweis. Also eine... Wo wir her müssen, oder wie? Müssen wir auch die Feuerfähigkeit dann nehmen? Okay, wir können anscheinend nicht in die Gänge reinschauen. Na gut. Aber hier wurden wir hingelotst. Boah, ist hier viel fressen. Werden die sauer, wenn wir denen das wegnehmen? Nein. Oh, die hocken da einfach nur. Ah, ist das putzig. Okay. Dann lassen wir die mal in Ruhe da sitzen. Wenn die uns schon ihr Essen geben. Und, ja, den lassen wir das Essen. Da können die anderen dann ja mitspeisen. Ne? Können sie ja ein bisschen abgeben dann. Okay, nice. Ich denke, bei den anderen Räumen wären wahrscheinlich Challenge-Räume gewesen. Beziehungsweise halt nichts Besonderes. Die Igel-Fähigkeit. Okay, ich hatte ja schon versucht, da diesen einen Igel einzusaugen, nur es ging nicht. Und er ist auch ein... Er ist auch ein Gegner, den man sehr gut aus den anderen Kirby-Games kennt. Ja. Und ich freue mich schon auf die Eisfähigkeit. Aua. Nein, 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 lass mich raus. Komm, wir haben ihn fast. Und da ist er down. Zack. Ice Kirby. Let's go. Boah, dieser Eislauf. Richtig cool. Richtig cool. Woo. Das macht Spaß. Das ist geil. Ich frag mich, gibt es beim Eis auch einen... Oh, das Blocken ist auf jeden Fall anders. Aber sonst nichts. Oh, ups. Hallo? Okay. Ach, Moment. Die Eisfähigkeit liegt ja jetzt auch. Okay. Dann würde ich kurz schauen, ob es beim Feuer auch noch irgendwas gibt. Nö. Und beim Igel? Verwandelt man dann sich so in einen Stachelball? Nö. Interessant. Okay. Weiß nicht. Irgendwie würde ich gern bei der Igel-Fähigkeit bleiben, weil die halt neu ist. Glaube ich. Beziehungsweise ich kenne sie noch nicht. Okay. Außer wir brauchen die Eisfähigkeit. Wollte ich gerade sagen. Und... So sieht's aus. Wir brauchen die Eisfähigkeit. Und gut. Hier ist jetzt nichts Besonderes drin. Aber ich denke, werden die noch brauchen. Mhm, okay. Okay, Sonst gibt's da nichts. Na gut. Hätte ja sein können. Wäre auf jeden Fall cool gewesen. Nein. Nicht da runterfallen. Ah ja. Das habe ich mir schon gedacht. Nice. Hau ab.
Ja, zu viel Kälte ist selbst für den Eis, den Schneemann nicht gut. Da wird er dann eher zum Eisbrocken. Anstatt ganz gechillt ein Schneemann zu bleiben. Okay. Hallo? Ey, stehen geblieben. Gib her. So, mein Freund. Bisschen Sicherheit. Bis später. Ach, die Kirby Games sind nice. Die sind halt so eine, wie ich finde, perfekte Mischung so aus Abenteuer, Jump'n'Run und einfach diesen Nintendo-Charme. Dieses knuffige, knuddelige, während es aber trotzdem herausfordernd bleibt. Das ist mega cool. Ja, okay. Da gibt's tatsächlich was zu entdecken. Und hier ist wieder ein Hinweis. Okay. Wir sollen beim Kuchen lang. So, da drüben. Aber, Moment. Da drüben geht's weiter. Aber hier ist Bonus. Hier ist ziemlich sicher Bonus. Da ist das Eisgeschäft. Oh. Die nächste Kapsel. Sehr schön. Was ist beim Eisgeschäft? Ach so. Es gibt hier zwei Kuchenläden, aber wir sollen beim Eisgeschäft hinten weiter. Okay, dann tun wir das. Sind hier viele Truhen. Schön. Und in der Mitte ist wahrscheinlich wieder ein Waddle Dee. So sieht's aus. Damit haben wir alle vier gerettet. Und müssen dann nur noch die... Hä? Jetzt passiert? Ist vier Donuts. Ne, als Maul. Was? Ist ein Superkraft-Lolli? Haben wir gemacht, okay. Was ich sagen wollte, und dann müssen wir nur noch die restlichen Challenges abschließen. Wir haben sogar schon Donut gegessen. Oh, aber ob wir die restlichen zwei noch finden? Denke eher nicht. Ja, komm, raus da. Raus da. Geil. Okay, hier gibt's auch nichts mehr. Und hier ist tatsächlich schon das Ende. Laufe durch das Center, ohne dich zu verirren. Okay, nice. Dann muss ich nur noch die Donuts nachholen. Oh, Moment. Da oben geht's noch hin. Gibt's wahrscheinlich den letzten Donut, ja. Da ist der letzte Donut. Aber wo der andere war... Ach, Mann, ey. Ich hätte eher darauf achten sollen. Ich muss mal eher darauf achten, was für Challenges wir haben. Ich krieg das irgendwie nie mit, wenn wir eine neue Challenge bekommen. Oder eine neue aufgedeckt wird. Schade.
habe halt oft auch Essen liegen lassen, weil ich so dachte, ja, okay, brauchen wir nicht. Ist jetzt Zeitverschwendung, das einzusammeln. Und wahrscheinlich war da dann bei den ganzen Sachen auch ein Donut bei. Gegen Elfilin und den Waddle-Dee-Assistenten. Und Kabi. Wie es gerne mal genannt wird. Kriegen wir auch neue Challenges? Boah, die kloppen das ja jetzt richtig kaputt. Noch ein Center? Gerangel im Center. Ein Boss? Die Waddle-Dees haben dir beim Öffnen des Tors geholfen, das den Weg versperrt hat. Betritt den nächsten Abschnitt und stell dich dem Boss, der über dieses Gebiet wacht. Geil. Ja. Da habe ich ja schon gedacht, dass da ein Challenge-Raum auf uns wartet. Aber den konnten wir nicht einfach entdecken, sondern mussten erst den Level abschließen. Okay. Frostiges Feuern, Schlittern auf Eis. Na dann, let's go. Frostiges Feuern heißt das? Das ist so ein... Was? Wiederholt B, dann halten. Okay. Nein, Kirby. Okay, cool. Ja, ich hab's leider zu spät geschnallt. War es noch im Rahmen? 45 Sekunden waren es, glaube ich, oder? 40. Okay. Ja, okay. Okay. Ja, kriegt man auf jeden Fall auch hin. Los geht's. Oh, und man kriegt sogar die Fähigkeit wieder, die man davor hatte. Man behält die Challenge-Fähigkeit nur so lange, wie die Challenge anhält. Okay. Ja, kriegen wir auf jeden Fall hin. Und die Dinger standen jetzt auch gut, die schrägen. Mann, Kirby. Kirby, mach doch das bitte machen. Und jetzt war's trotzdem ziemlich knapp, ne? Ja. Fast 39 Sekunden. Aber okay. Wir haben es geschafft. Und nein. Und damit dann auch wieder alles erledigt, was wir tun können. Obwohl, ja gut, außer die eine Challenge. Aber ich möchte auf jeden Fall nochmal hier in die Waddle-Dee-Stadt reinschauen. Weiß zwar noch nicht, ob wir genug Waddle-Dees mittlerweile haben. Nee, 37 nur. Aber die Tomate respawnt. Hier auf dem Stuhl ist nichts. Ja, okay. Ich dachte, es gibt hier vielleicht was Neues zu entdecken. Aber anscheinend erstmal nicht. Zum Anfang
Um das noch kurz zu sagen, am Anfang fand ich diesen Effekt komisch. Wenn man da hinten auf die Tomate schaut, dann verhält die sich ja anders. Also sieht das so aus, als wäre die, als würde die auf weniger FPS laufen. Am Anfang fand ich das noch irgendwie komisch, weil ich finde, mittlerweile hat man sich irgendwie so ein bisschen dran gewöhnt und es hat irgendwie auch so einen Spielautomaten-Charakter, ne? So einen Retro-Charakter irgendwie. Ist schon irgendwie, ist doch irgendwie ganz cool gemacht. Nun gut, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal bekämpfen wir dann den Boss. Und machen den hoffentlich im ersten Versuch. Kann ja schon mal reinschauen. Oh. Schieß den Abschnitt ab. Das scheint tatsächlich dann auch ein vollwertiger Level zu sein. Mit halt einem größeren Boss. Oder man wird durchs Center gejagt. Das wäre auch cool. Alles klar. Ich beende dann jetzt erstmal den Part. Vielen Dank fürs Zusehen und wie gesagt, beim nächsten Mal gibt es dann einen Boss. Ich bin gespannt.